Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Speedbild, denn unsere liebe Faith braucht ein neues Haus in der Lucky Legacy Challenge. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lang rum. Es geht los. Also ich muss sagen, das ist alles hier gerade ein bisschen wild, wenn ich ehrlich bin. Denn leider kann ich jetzt das Speedbild selber nicht sehen, weil... Ja, mein Programm denkt sich so, jo, jedes Mal, wenn du halt die Aufnahme startest von dem Speedbild, dann hängt sich einfach Streamlabs auf, so dass die Kamera dann freest, was nicht an der Kamera liegt, weil sobald ich Streamlabs geschlossen habe und dann wieder öffne, ist wieder alles normal. Wo ich mir so denke, so, dann kann es ja nicht am Kabel liegen, weil, so, you know, oder was auch immer. Wo ich mir denke, es macht mich gerade richtig sauer, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist okay. Ich versuche nicht, das hier alles rauszulassen. Ich habe nämlich ein paar Sachen zu erzählen. Erstmal, dieses Bild ist... Also, ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Ich finde es nicht schrecklich oder so, aber ich glaube, es ist einfach ein bisschen zu groß geworden, was ein Problem ist. Und das Layout ist irgendwie auch... Ich, ja, also, es geht besser, ne? Ansonsten... Ja, also es ist ausbaufähig auf jeden Fall. Aber ich habe ein paar News für euch. Denn ich habe bereits im Community-Tab angekündigt, dass ich vermutlich bald mit Twitch-Livestreams starten werde. Oder das Starten sagen. Wo sind wir hier? Weil ich habe eine Möglichkeit gefunden, wie meine Kamera eventuell... permanent Strom bekommt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es funktioniert, aber allein, dass es funktionieren könnte, ist halt schon irgendwie cool, auch für die Videos, weil dann nicht permanent immer das passiert, dass dann die Kamera zwischendurch ausgeht, was halt ja schon auch heftig nervig ist, so. Also mich stört das halt immer voll, aber ich kann halt auch nichts dagegen tun, weil ich habe jetzt ja schon irgendwie 5 Akkus oder so. Und die Hälfte davon funktioniert halt einfach nicht vernünftig. Und die anderen beiden, der eine, der ist halt gut und der andere, der macht halt nach einer Stunde knapp schnapp. Und wenn ich halt länger aufnehme, fällt das dann trotzdem auf. Und das ist halt nervig. Aber vielleicht ist dieses Problem halt bald Geschichte. Weil es gibt so ein Dummy quasi, dass man das dann halt anschließt und dann darüber dann das, keine Ahnung... Ich weiß noch nicht, wie das funktioniert und ob ich überhaupt... Also, weil die Kamera ist ja an HDMI geschlossen. Ich denke nicht, dass das derselbe Anschluss ist. Ich hoffe, dass es der andere ist, sodass das dann irgendwie funktioniert. Weil ich habe halt einfach Angst, dass der Anschluss schon benutzt wird von irgendwas. Weil das ist ja alles ja sehr komisch verkabelt und so. Also, es überfordert mich manchmal auch ein bisschen. deswegen, ich hoffe einfach, dass das klappt und ja, also vielleicht bringt der Osterhase mir sowas vorbei und dann können wir vielleicht so Mitte April oder so damit starten. Ich hatte in dem Community Post auch eine Umfrage gestartet und Leute, warum seid ihr euch immer so uneinig? Jedes Mal, wenn ich eine Umfrage mache, kommt da 50-50 bei rum. Egal auf welcher Plattform, es ist immer 50-50. Was ist mit euch? Wieso könnt ihr euch nicht entscheiden? Warum seid ihr nicht auf einer Seite? Es ist schrecklich für mich, weil ich dann, weiß ich, frage extra, weil ich mich nicht entscheiden kann. Und ihr könnt euch auch nicht entscheiden. Was ist denn mit euch? Warum bellt mein Hund jetzt? Ich kriege gleich die Krise. Aber wir ignorieren das jetzt. Oder wir ignorieren uns auch nicht, weil dieser Hund einfach absolut wild ist. I can't do this anymore. Moment, ich bin gleich wieder da. Also, ich kann dazu nur sagen, wir werden hauptsächlich Sims spielen. Kann natürlich auch sein, dass ich mir denke, keine Ahnung, spielen wir Stardew Valley oder so, keine Ahnung. Aber grundsätzlich plane ich erstmal Sims zu spielen, weil ich habe halt richtig Lust, die Not So Berry Challenge zu spielen. Und ich habe irgendwie privat schon 2 Spielstände, die ich halt spiele. Und... dazu komme ich schon irgendwie kaum und wir haben halt im Let's Play-Dings haben wir ja auch gerade sehr viel, was läuft und so. Wo ich mir dachte, vielleicht machen wir dann einfach das im Stream, dann habe ich eine Möglichkeit, das zu machen. Und vor allem kann ich da ja, wann ich will, spielen. Also, keine Ahnung, es wird wahrscheinlich eher meistens bei mir sein, dass ich dann sehr spontan streame. Ich werde jetzt nicht so einen Plan machen und sagen, wir streamen jeden Montag, weiß ich nicht. Also, das ist nicht so mein Ding. Also, bei YouTube-Videos schon.
Aber dieses, du musst an dem Tag um die Uhrzeit dann online kommen und so, das ist, glaube ich, jetzt nicht so meine Welt. Wir können gerne quasi ausmachen, dass ich so sage, ja, vermutlich werden wir dann und dann streamen, aber ja, also ich werde auf jeden Fall nichts Festes irgendwie sagen. Wir machen einfach. Also es wird wahrscheinlich meistens sehr spontan, was hoffentlich in Ordnung ist. Denn auch wenn man nicht Zeit hat, die ganzen Sachen sollen auch auf YouTube kommen. Und die Frage war, darauf wollte ich auch eigentlich eben auch schon hinaus, ich habe bereits einen Bot-Channel erstellt, weil ich davon ausgegangen bin, dass das gewinnen wird. Es ist, glaube ich, jetzt gerade zum aktuellen Stand, wo ich das Video aufnehme, ist es so, dass eine Stimme mehr für den Bot-Channel ist, weil ich habe gefragt, ob ihr das vielleicht auf dem normalen Channel auch sehen wollt. Aber dann habe ich überlegt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, in der ersten Woche bin ich vielleicht super hysterisch und ich stream fünfmal oder keine Ahnung, dann kommen ja fünf Videos. Und wenn ich die nicht in derselben Woche oder so hochlade oder in den nächsten 2 Wochen verteilt, dann, keine Ahnung, dann ist der Kanal total entweder überströmt von irgendwelchen Streamaufnahmen, die vielleicht manche auch gar nicht interessieren. Und wenn ich es halt eben dann mehr aufteile, zum Beispiel, dass man sagt, ja, jeden Montag kommt dann ein Wort, ja, dann sind wir aber auch ganz schön in der Vergangenheit irgendwann. Also irgendwie so oder so ist es wahrscheinlich nicht so sinnvoll, das auf dem Kanal zu haben. Außer man macht das dann in kleine Parts unterteilen, aber ja, weiß ich nicht. Also am Ende denken Leute, das ist so dann der Hauptcontent, wenn sie mich darüber finden und es ist ja nicht der Fall, also weiß ich nicht. Deswegen habe ich jetzt einen Wort-Channel mir bereits erstellt. Ich habe den schon in meiner Videobeschreibung verlinkt, falls es euch interessiert, weil ich weiß, bei meinen bisherigen Streams war es so, dass viele Aufrufe im Nachhinein quasi auf die Livestream-Aufnahme kamen. Also es waren nicht so viele Leute live da, aber im Nachhinein haben viele einfach Interesse gehabt, sich das anzusehen. Deswegen, ja, dachte ich, ist es vielleicht hier auch der Fall. Außerdem möchte ich ja auch, dass es die Möglichkeit gibt für mich, dass ich das quasi ja so ein bisschen archivieren kann, sage ich mal. Weil wenn man jetzt kein Affiliate oder Partner oder so ist, dann bleiben die Sachen nur 7 Tage gespeichert. Und da ich jetzt ja gerade erst anfange, auch wenn ich diesen Account schon Ewigkeiten habe, obviously, ne, also ich mache damit dann auch kein Geld oder irgendwas. Also ich habe auf jeden Fall viel vorbereitet in letzter Zeit dafür. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich halt schon richtig. Ich würde am liebsten jetzt schon starten. Aber wie gesagt, ich kann es nicht machen, weil ich dieses Dings noch nicht habe. Und ohne Kamerastream finde ich halt, ist für mich irgendwie nicht so mein Ding einfach. Also ich kann verstehen, wenn Leute das machen, aber also weiß ich nicht. Ich bin halt anders. So, ich zeige mich dann gerne und ich, also wenn ich selber Streams gucke, bin ich auch in der Regel Fan davon, eben den Ausdruck zu sehen. Und deswegen finde ich das halt am besten so. Und deswegen hoffe ich, dass das auch klappt. Und ja, wie gesagt, ich freue mich da sehr drauf. Es haben auch schon einige geschrieben, dass sie sich auch freuen, was sehr, sehr cool ist. Deswegen schnallt auf jeden Fall vorbei. Ich werde auf jeden Fall auch nochmal Bescheid geben, wenn es dann richtig losgeht, sage ich mal. Da werde ich wahrscheinlich einen Community-Post machen und das nicht nochmal in dem Video sagen. Also vielleicht schon. Aber, you know, meistens ist das ja immer so eine Sache, ne? Also, weil wenn man immer halt irgendwie Links postet und so, YouTube ist dann auch irgendwann so, weiß ich jetzt nicht. Was ich auch verstehen kann, ne? Die wollen ja, dass man auf der Plattform bleibt. Aber ja, letztendlich haben ja beide Plattformen was davon, weil ich die Aufnahme dann auf YouTube letztendlich poste. Also, ne? Wie gesagt, ihr könnt den Kanal ja schon abonnieren, den VOD-Channel, wenn ihr Interesse an den VODs habt, dann letztendlich. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr mir auf Twitch schon reinfolgt. Dann kriegt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn ich dann zum ersten Mal live gehe. Selbst wenn ihr den Community-Post oder so übersehen solltet. Oder halt könnt ihr mir auch auf anderen sozialen Medien folgen. Weil da werde ich das natürlich dann auch posten, wenn ich live gehe. Also vor allem, wenn es spontan ist, werde ich dann sagen, hallo, hier sind wir. ja, ich hatte ja auch eigentlich
große Angst vorm Stream. Ich habe ja lange gesagt, nicht so, weil ich habe ja irgendwie 4-mal oder so gestreamt hier auf YouTube. Aber ich hatte halt gerade, wann war das, 2022 oder so, hatte ich halt wieder viel mit Dissoziationen zu tun. Und ich hatte halt einfach Angst, dass mir das einfach so in einem Livestream passiert. Und jetzt ist es schon länger nicht mehr gewesen. Weswegen ich dann dachte, okay, vielleicht ist jetzt einfach der Moment für mich, dass ich einfach in meinen Schatten springe und nochmal versuche, das Ganze anzugehen. Letztendlich, ja, wenn ich halt doch keinen Spaß daran habe oder es halt einfach absolut kacke läuft und ich mir denke, weiß ich jetzt nicht, dann kann ich auch immer noch sagen, okay, ich lasse es sein, ne? Also, ich will es auf jeden Fall versuchen und ich freue mich auch auf jeden Fall darauf. Und dann schauen wir einfach mal, wie das dann wird. Und ja, ich bin so aufgeregt, irgendwie merkt man bestimmt gar nicht oder so, oder? Es ist so wild. Aber ja, wenn wir zurück zu dem Haus kommen, wie gesagt, ich sehe es leider gerade nicht. Es ist absolut stressig gerade, ne? Also es nervt mich persönlich sehr, dass ich das hier gerade nicht sehen kann und nicht dazu sagen kann, was ihr seht. Aber wir gehen ja gleich eh nochmal ins Spiel und gucken uns das Ganze nochmal in Ruhe an. Weil das ist sonst, weiß ich nicht, irgendwie... Ich werde da übrigens, im Sweetbild seht ihr jetzt nicht, wie ich die ganzen Fotos und so aufhänge, ne? Ich hüpfe hier wahrscheinlich auch, glaube ich, im Baudings bin ich, glaube ich, auch 30.000 Mal hin und her gehüpft. Das tut mir sehr leid. Das könnte wahrscheinlich auch ein bisschen wehtun in den Augen. Aber ja. Ich bin halt so. Ich kann mich nicht um einen Raum auf einmal kümmern. Ich muss alles immer, wenn ich irgendwas sehe, dann denke ich mir so, oh, da! Oh, oh. Das ist mehr so. Ich kann das nicht anders. Ja, auf jeden Fall, wie ich die Fotos aufhänge, das habe ich nicht gefilmt. Aber das seht ihr dann gleich in dem, wie auch immer man das nennt. Also, ne? Wir sehen uns dann gleich dabei wieder. Und das hier ist das fertige Haus. Es ist outside of my comfort zone, auf jeden Fall. Und es ist viel zu groß geworden für das, was wir an Geld haben. Aber, ja, ich glaube, es ist in Ordnung. Also, wir schauen erstmal. Ja, hier haben wir natürlich, hier packen wir unser Lama noch rein, weil das haben wir bisher noch nicht getan. Könntest du das vielleicht tun, Girl? Wieso muss sie dafür dahin laufen? Naja, ist ja auch egal. Ich wusste nicht, wie ich das anders zuordnen soll und ich sag, wie es ist, aber unser Lama hat auch nicht mehr so lange Zeit. Deswegen, ja, also wenn man reinkommt, habe ich das hier erstmal so ein bisschen abgetrennt, damit das so ein bisschen... Ja, weiß ich nicht, irgendwie war das zu offen, meiner Meinung nach. Also, ich mochte das irgendwie nicht, weil es sah einfach so leer aus und ich wusste nicht, wie ich das retten soll. Deswegen habe ich dann hier auch diese Säulen hingemacht. Ich wollte hier ja auch euch hier hinmachen, hat man, glaube ich, gesehen. Aber das sah richtig blöd aus, deswegen habe ich es dann gelassen. Das Einzige, was ich eigentlich noch machen wollte, ich wollte eigentlich hier auch welche haben. An der Veranda, damit das Dach ein bisschen mehr gehalten wird. Naja, das hat sich dann wohl auch erledigt. Bei 36 Simoleons und so. Naja, vielleicht ergibt sich das ja noch. Wie ihr seht, habe ich hier so eine kleine Gallery Wall hinten hingemacht. Also ich habe überall Fotos aufgehangen, weil ich es einfach realistisch und lively finde. Dann sieht man hier zum Beispiel, da ist noch Moon. Das ist sogar noch ein Foto, was Sky gemacht hat. So, es ist halt schon richtig alt. Aber, I love it. Ich liebe es halt. Hier habe ich auch noch ein Foto von Moon als Kind. So, und ich meine, Faith hat damit eigentlich nichts zu tun. Außer, dass es ihre Vorfahren ist, aber ich finde das trotzdem schön. Für mich ist es gut. Wenn man hier jetzt rüber geht, kommt man in die Küche und den Essbereich. Hier hängen natürlich auch wieder ein paar Fotos. Und ja, also ich habe die Küche ausgetauscht, weil irgendwie war mir das zu dunkel. Meiner Meinung nach ist Faith halt einfach niemand, die mit so extrem dunklen Farben halt viel zu tun hat. Und das fand ich halt dann ganz schön. Außerdem haben wir dadurch ein bisschen Geld gespart. Ich finde es eigentlich ganz süß. Und mehr habe ich dazu, glaube ich, auch nicht zu sagen. Also es ist derselbe Tisch, nur halt in einer anderen Farbe, glaube ich. Und an sich gefällt mir das auf jeden Fall ganz gut. Dann haben wir hier noch ein Badezimmer an der Treppe. Warum ist das Licht genau hier aus? Oder sieht man das nur nicht? Ich habe da gar kein Licht reingemacht. Doch. Hä? Egal, wir reden nicht drüber. Auf jeden Fall, das ist halt einfach nur ein kleines Bad. Davor hängen auch Fotos.
Und hier ist halt so ein kleines Ablagedingsi, damit das hier nicht so leer aussah. Also richtig gefallen tut es mir ehrlich gesagt nicht. Auch mit dem Teppich und so. Aber wenn man das halt komplett weggelassen hat, dann es sieht einfach sehr, sehr leer aus. Es ist halt einfach ein weirdes Layout. Man könnte das halt auch so ein bisschen switchen, dass man zum Beispiel den Eingang hier hin macht und dann hier vielleicht noch irgendwie einen Raum dran oder so, wenn wir das dann brauchen. Schauen wir dann mal, wie wir das dann halt genau machen wollen. Auf jeden Fall führt das dann hier nach draußen. Da ist dann auch die Yogamatte. Und wir haben hier den Archäologietisch, weil wir ja mit Faith nach Selvadorada wollen und so. Dann hier haben wir noch das Himmel und Hölle. Das habe ich noch behalten. Und hier sind die Bäume, die wir jetzt noch im letzten Part angepflanzt haben. Ja, ist halt ein Gartenbereich, ein kleiner, ne? Ist jetzt nichts besonders Krasses, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr gemütlich eigentlich. Und zur anderen Seite, wenn halt das hier nicht mehr ist, könnte man halt auch immer noch so ein Side-Yard machen quasi. Dann, wenn man hier weiterkommt, hängen hier noch mehr Fotos. Ich finde es einfach schön. So, und hier ist so ein kleiner Nook, so eine Ecke, wo man sich hinsetzen kann. Ich habe mir gedacht, Faith hat ja auch das Stricken so ein bisschen für sich gefunden. Vielleicht ist das so ihre Strickecke. Ich finde es einfach irgendwie richtig süß. Ist so ein bisschen Omi, aber irgendwie sehe ich es auch voll. Wenn man halt diesen Weg hier weitergeht, ist hier dann in diesem Turmbereich, sage ich mal, das Wohnzimmer. Und da habe ich mich sehr schwer getan mit dem Layout. Aber ich finde es eigentlich richtig schön. Hier habe ich auch Pebbles wunderschönes Bild aufgehangen, neben ihrem Klo. Ja, also mir gefällt es auf jeden Fall an sich sehr gut. Also es ist schon gemütlich so. Es ist halt ein bisschen wild, dass diese Couch hier so mittendrin steht. Aber es ist mir auch ein bisschen egal. Ich wusste nicht, wie ich das besser hinkriegen sollte. Und so gefällt es mir eigentlich ganz gut. Auch mit der Akzentwand und so. Habt ihr das zurzeit auch, dass, auch wenn kein Feiertag ist, dass ihr immer überall diese Deko draußen habt? I don't know. Ich finde es jetzt nicht schlimm, weil ich mag die Deko eigentlich, aber es ist auch ein bisschen wild. So, auf jeden Fall, wenn man an die Treppe hochgeht, kommt man halt in einen Hallway, der auch eigentlich viel zu groß ist. Aber ich wollte halt auch, dass man alle Räume halt dann auch gut begehen kann und so. Deswegen, ja, weiß ich nicht, irgendwie. Also es war ein bisschen schwer vom Layout und so. Aber das lässt sich ja theoretisch noch ändern, wenn jetzt irgendwie das unbedingt sein müsste. Hier ist auf jeden Fall die Matte von Sunny. Und hier ist dann auch dieses Zeug, was sie in der Programmierkarriere bekommen hat und so. Hier sieht ein bisschen wild aus alles, aber ich lieb's auch ein bisschen. Sind halt die Sachen gewesen, die wir schon hatten, so. Und da habe ich ja gesagt, alles neu kaufen macht jetzt nicht so viel Sinn. Hier ist auch noch ein Bild von Sunny und Faith, weil die beiden wohnen ja jetzt hier. Dann haben wir hier direkt das Gemach von unserer Sunny. Und ich finde, das ist eines der schönsten Zimmer geworden. Sie hat jetzt den Schreibtisch bekommen von den Zwillingen, was eigentlich gar keinen Sinn ergibt, aber egal. Und ich weiß nicht, wieso ich das hier hingehangen habe. Ich wollte es behalten und ich habe irgendwie keinen besseren Platz gefunden. Deswegen hängt es jetzt hier bei ihr. Da sie ja auch gemalt hat und so, hat sie dann hier auch diese Gemälde stehen und so. Ich finde die so schön. Dieses Clipping nervt ein bisschen. Aber ich hatte jetzt auch nicht den Nerv, das irgendwie in irgendeiner Form zu fixen. Das geht bestimmt, aber ja, manchmal lebt man einfach mit den Sachen. Hier hat sie auch nochmal so eine Wand quasi mit den Leuten, die sie liebt, sage ich mal. Und hier, also ich meine, ihre Kinder sind da jetzt nicht bei. Aber hier hat sie noch die Zeichnung ihrer Kinder, deswegen ist das okay. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und ich finde, sie verdient auch quasi dieses Turmzimmer. Fand ich sehr, sehr schön. Dann haben wir hier nochmal ein Badezimmer mit einer Shower-Tub-Kombo. Wir müssen das dann auf jeden Fall so machen, wenn wir Kinder haben, dass wir die erst, wenn sie Kinder sind, oder zumindest bis sie Kleinkinder sind, dass sie dann noch kein eigenes Zimmer haben. Weil sonst wird das mit dem Baden hier ein bisschen wild. Oder ich stelle halt einfach irgendwie nach draußen noch eine Wanne oder so. Aber wenn wir das Geld dazu haben, geht das natürlich. Aber es ist halt jetzt nichts Besonderes. Aber es ist ein Badezimmer. Und wenn man dann hier reinkommt, kommt man noch in Faiths Zimmer. Und ich finde es so cool irgendwie. Ich habe halt diese neue Tapete genommen. Und I love it. Ich finde es einfach nice. Irgendwie hat das so mystische Vibes, was ich cool finde, weil wir wohnen ja in dem Glimmerbrook, Mann. Und da ist das ja alles so ein bisschen magisch angehaucht, obviously. Ich habe ihr diesen Schrank gegeben, einfach nur damit der Raum ein bisschen mehr Dimension bekommt. Weil sonst war es halt einfach nur ein großer, quadratischer Raum und irgendwie finde ich das immer ein bisschen wild. Ansonsten natürlich hat Pebbles hier auch noch einen Platz zum Schlafen. Sie hat ihre Poster aus dem Kinderzimmer quasi mitgenommen. Finde ich aber nicht schlimm. Ich sehe sie halt dabei, ne? Sie ist ja so ein kleines Kawaii-Girl, aber trotzdem, vielleicht hat sie auch Interesse an diesem.
diesem Magischen und so. I don't know, we will see. Ich meine, sie geht ja auch nach Salvadorada. Das hat zwar nichts mit Magie zu tun, aber es hat mit Schätzen zu tun. Also von daher, I don't know. Mir gefällt es auf jeden Fall ganz gut. Es ist zwar ein bisschen leer. Wollte ja auch gerne noch eine Kommode kaufen, aber ich hatte halt auch kein Geld mehr und so. Deswegen, ansonsten hätte ich hier vielleicht noch eine Kommode hingestellt, aber wenn sie dann ein Kind kriegt, kann sie da natürlich dann auch das Kinderbett hinstellen erstmal. Ich meine, das dauert noch, wir haben noch gar keinen Partner, aber wir leben auf kurzer Lebensspanne. Das heißt, dass wir ein bisschen schnell vorangehen müssen. So, und das ist halt auch schon das ganze Haus. Ich hätte den Bereich vielleicht auch ein bisschen kleiner machen können, aber dann hätte ich vielleicht auch nichts vernünftig draus machen können, I don't know. So wie es jetzt ist, finde ich es eigentlich ganz süß. Ich denke, wir werden eine gute Zeit haben hier drin und ja, wie gesagt, wir werden es im Laufe des Gameplays eh noch ein bisschen upgraden. Und ansonsten bin ich einfach sehr gespannt, wie es dann sein wird, hier zu wohnen. Es ist ja dasselbe Grundstück wie zuvor, aber eben ein neues Haus. Ich hoffe, dass euch das Grundstück auch gefällt. Dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und dann wird es wahrscheinlich nächste Woche schon mit Generation 4 losgehen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Das wird ganz besonders wahrscheinlich. Also, ich weiß noch nicht genau, was Faith für eine Karriere machen wird, aber es wird auf jeden Fall cool. Gerade auch, weil wir eben Dinge tun, die wir hier noch nicht abgesehen haben auf dem Kanal, wie eben Salvadorada. Und ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!